Zur letzten Frage aus der letzten Woche. Da wollten wir wissen, ja, wie klappt es denn mit der Schule, mit dem Unterricht? Findet er statt oder fällt er aus? Und wir waren echt platt, was wir da alles gehört und gesehen haben von euch, von Ihnen. Hier sind drei heftige Geschichten aus dem richtigen Schulleben bei uns im Land. Schüler ja, Lehrer nein. Eigenverantwortliches Arbeiten, so nennt sich diese Form des Unterrichts am Technischen Hans-Sachs-Berufskolleg in Oberhausen. Diese Schüler machen im Mai ihre Abschlussprüfungen, Zielfachabi oder Maschinenbautechniker. 8 Stunden müssen sie sich in der Woche so quasi selbst unterrichten, anhand von Arbeitsblättern, Unterrichtsstoff aneignen und verstehen. Ich bin ganz ehrlich, normalerweise sind wir dann gar nicht mehr hier, weil, ja, wofür? So, ne, kein Lehrer, der dir wirklich was erklärt. Meistens bekommen wir die Antwort, dass wir schließlich Fachbücher zur Seite gestellt bekommen haben und wo wir uns dann bitteschön selber drum zu kümmern haben, um uns eventuell weiteren Stoff anzueignen, den wir nicht hier bearbeitet haben in der Schule. Wäre schon besser, wenn uns das Lehrer beibringen würden. Ja, also in Ordnung ist das auf jeden Fall nicht. Es geht aber eben einfach nicht anders. 36 Stunden würden allein dieser Klasse zustehen. Direktor Marc Bücker kann ihr aber tatsächlich nur 12 Stunden davon anbieten, weil ihm an allen Ecken und Enden die Kapazitäten fehlen. Ich brauche bis zum Sommer 11 Stellen, um bei gleichbleibenden Schülerzahlen die Unterrichtstafel erfüllen zu können. Ich persönlich beispielsweise habe 2 Klassen, ich habe 48 Schüler in einer Klasse und unterrichte dann 2 Klassen zusammen. Lesen üben nach dem Unterricht. Tanja Bursch geht in die 8. Klasse einer Förderschule. Im Großen und Ganzen sind sie und ihre Mutter Erika auch sehr zufrieden, wenn nicht öfter mal Unterricht in wesentlichen Fächern ausfallen müsste und ein fachfremder Vertretungslehrer die Stunde dann übernimmt. Die Lehrer sagen, ja, ihr könnt jetzt chillen, also Musik hören oder halt wir spielen was gemeinsam. Das macht vor allem der Mutter Sorge, weil Tanja auch viel mehr Förderung bräuchte, als sie gerade bekommt. Zum Beispiel hatte sie über ein halbes Jahr lang gar keinen Englischunterricht. Ich hatte das auch schon angemerkt an der Schule. Ich habe mit den Lehrern gesprochen und die sagten, es ist leider, wir sollten uns da weiter an weitere Stellen wenden, weil die haben da leider gar keinen Einfluss. Anna möchte nicht erkannt werden. Sie geht in die 10. Klasse eines Gymnasiums und hat Angst, dass sie durch ihre Äußerungen Ärger bekommt. 10 Stunden Unterricht fallen derzeit wöchentlich bei ihr aus. Und das, wo es um Abschlussnoten und die Qualifikation für die Oberstufe geht. Das ist jetzt schon das ganze Schuljahr so. Nächste Woche steht zum Beispiel in Englisch eine Klausur an. Und wir haben zu dem Thema noch gar nichts bearbeitet. Ganz viele Eltern und Schüler haben sich zum Thema Unterrichtsausfall bei uns gemeldet, schulübergreifend. Aus Angst vor Konsequenzen möchten sie aber alle anonym bleiben. Mama, ich habe morgen zur 3. Stunde und die letzten beiden fallen auch aus. Standardspruch seit Monaten. Unsere Direktorin verspricht auf jeder Schulpflegschaftssitzung Besserung, aber nichts wird besser. Meine Söhne haben in Ausfallstunden x-mal Werner Beinhardt mit dem Hausmeister als Aufsichtsperson geschaut. Untragbar. Bei mir fallen so viele Stunden aus, dass ich ständig schlechte Noten schreibe, weil die Lehrer fehlen. Meiner Meinung nach gibt es ständig weniger Lehrer in den Schulen, obwohl viele Schüler Lehrer brauchen. Anna überlegt jetzt, auf das Abitur zu verzichten, weil sie trotz Nachhilfe einfach nicht weiß, wie sie es überhaupt schaffen soll. Also, es gab total viele Mails und Anrufe zu dem Thema, war aber trotzdem extrem schwierig, Eltern oder Schüler zu finden, die ihre Geschichte öffentlich erzählen, weil sie einfach Schiss haben, dass sie das irgendwie zurückkriegen. Frage an Antonia Dicken-Begrich aus dem Schulministerium. Ist alleine das nicht schon bitter, dass die Leute Angst haben, das offen anzusprechen? Ja, das ist auf jeden Fall bitter und das sollte auch eigentlich auf keinen Fall so sein. Und für uns ist das Problem, wenn wir von Menschen, die an den Schulen schwierige Dinge erleben, zum Beispiel zum Thema Unterrichtsausfall, wenn wir nicht wissen, an welchen Schulen das ist, wir natürlich auch sehr wenig Möglichkeiten haben, dem dann nachzugehen. Haben Sie denn wirklich ein Interesse, dem nachzugehen? Wir haben ein großes Interesse, dem nachzugehen und wir tun das auch. Ich könnte Ihnen jetzt auch von Fällen berichten, wo wir das auch im Einzelnen getan haben, wo sich Schülerinnen, Schüler, Eltern persönlich an uns wenden und wir dann im Gespräch mit den Bezirksregierungen in der Regel dann auch die Dinge bis in die Schulen nachverfolgen und auch zu Verbesserungen beitragen können. Wir haben eine Mail bekommen von einem Lehrer, der uns geschrieben hat, ich bin zuständig für die Vertretungspläne. Er hat für 2 Wochen den Unterrichtsausfall ermittelt und dann hat die Schulleitung beschlossen, die Zahlen sind so schlecht, wir schicken geschönte Zahlen an die Bezirksregierung. Also vielleicht wissen Sie auch gar nicht, wie es wirklich ist.
Das ist natürlich auch sehr bedauerlich, wenn das so ist an den Schulen. Wir haben aber mit den Bezirksregierungen aktuell anlässlich der großen öffentlichen Diskussion zum Thema Unterrichtsausfall auch noch einmal gesprochen. Und wir haben die Bezirksregierungen gebeten, in den Schulleiterdienstbesprechungen das zum Thema zu machen. Es ist ja heute nicht mehr so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass da eine Behörde abgehoben von den Schulen, weit ab von der Praxis vor sich hin arbeitet, sondern die haben schon passgenaue Instrumente für die Schulen. Jetzt haben Sie ja gesehen, was an dieser Berufsschule los ist. Da werden 12 von 36 Stunden unterrichtet. Der Direktor fasst Klassen zusammen, hat 48 Schüler da sitzen. Ja. Das ist doch eine Katastrophe. Ja, würde ich auch sagen, das ist eine Katastrophe. Jetzt würde ich natürlich die Konsequenz daraus ziehen, im Kontakt mit dem Berufskolleg zu ermitteln, wo besteht der Unterrichtsausfall, also wo gibt es da die größten Lücken. Die Berufskollegs haben auch spezifische Probleme, zum Beispiel mit berufsbildenden Fächern. Also die Frage, wie kann man dann wirklich zielgenau nachsteuern, das ist ja immer die Frage. Aber Anna zum Beispiel, die wir gesehen haben, 10 Stunden fallen aus, geht aufs Gymnasium. Also das geht über alle Schulformen. Ja. Das ist richtig. Das Thema Unterrichtsausfall geht über alle Schulformen. Und in allen Schulformen versucht man natürlich auch spezifische Instrumente, um dagegen zu steuern. Also da gibt es kein Gießkannenprinzip. Ich komme auf die 10 Stunden von Anna. Das ist ein Schicksal, was mich jetzt auch besonders berührt hat, weil Anna ja persönliche Konsequenzen zieht. Und das ist sehr bedauerlich. Das geht nicht, 10 Stunden Unterrichtsausfall in der Einführungsphase der Oberstufe. Das ist nicht möglich. Halten wir fest, der Appell, bitte Schulen, bitte Lehrer, bitte Schüler, meldet es ans Ministerium, damit das wirklich offengelegt wird und damit auch was passiert. Ja. Danke, dass Sie da waren.